Ich will damit sagen, Sie sollten sich nächste Woche auch mal frei nehmen. Ach, aber bitten Sie noch Raymond von der Bauabteilung, mir die Entwürfe für die Fabrik zu mailen. Okay? Kann ich jetzt die Schlüssel haben? Wenn ich sicher bin, dass ich den Flug noch erreiche. Nein. Nein, nein, ich schaff das schon. Nein, ich habe eben mit meinem Jungen geredet. Ich schaff das schon. Keine Angst. Dad, das ist scheiße. Doug. Und sagen Sie, mir soll mir auch die Stahlkalkulation schicken, okay? Hi, können Sie mir sagen, wann Flug Nummer 52 in Tokio ankommt? Gern, Sir. 11.15 Uhr Ortszeit. Haben Sie Gepäck? Nein, machen Sie noch einen. Der Flug steht zum Einsteigen bereit. Sie sollten sich beeilen. Ich hoffe nur, dass alles klappt. Ach, Dad, die kriegen im Flugzeug genauso gut Luft wie hier. Komm, wir gehen. Macht's gut. Es ist mir egal, wer heute Geburtstag hat oder schwer es war, an Tickets zu kommen. Nächste Woche sind die Tests für die Studienzulassung und bis dahin bleibst du zu Hause. Aber für dich darf ich weiter den Chauffeur spielen. Denk doch mal logisch. Wenn du den Wagen haben willst, musstest du mich schon herbringen. Wie auch immer. Darum geht's nicht. Wir haben einen Deal und an sowas muss man sich halten. Das war kein Deal. Du willst, dass ich aufs College gehe. Das ist alles. Ich will, dass dir die Zukunft offen steht, okay? Ich muss rein. Ich rufe dich an, wenn ich gelandet bin, ob du irgendwelche Hilfe brauchst. Du willst mich ja bloß kontrollieren. Jetzt steig endlich ins Flugzeug. Na gut, wenn du es so sehen willst. Hey! Hast du nicht was vergessen? Letzter Aufruf. Flug Nummer 52 der Pacific Global nach Tokio. Die Passagiere werden gebeten, sich zum Ausgang 24 zu begeben. Checkliste Elektronik. Alles klar. Hydraulikpanel. Alles klar. Wetterradar? Funktionsbereit. 1500 Meilen vor der Küste zieht eine Sturmfront auf. Okay. David, sagen Sie Sharon, dass wir endlich los wollen. Hey Sharon, ist bei euch alles soweit? Es ist noch ein Passagier am Gate. Ich weiß, dass wir los müssen. Immer trifft's mich an meine Kabine. Verzeihung, Sir. Darf ich Ihre Bordkarte sehen? Ja. Hier die Treppe hoch. Guten Flug. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Captain Williams und begrüße Sie zum Non-Stop-Flug der Pacific Global Airlines nach Tokio. Wir starten in wenigen Minuten, also nehmen Sie Platz und entspannen Sie sich. Wir werden, ehe Sie sich versehen, in Tokio sein. Habe noch geschafft. Darf ich Ihnen das Jackett abnehmen? Oh, ja. Danke. Damit Sie schön aussehen, wenn wir landen. Dafür ist es zu spät. Möchten Sie gerne einen Drink? Ja, aber ich nehme lieber einen Kaffee. Ich muss noch arbeiten. Okay. Vielleicht später dann. Okay, Dex. Daddy muss jetzt aufhören, Kumpel. Ja, wir fliegen gleich los. Okay. Ich liebe dich auch, Kumpel. Bye-bye. Sorry, mein Sohn. Nun, ist ja in Ordnung, Daddy. Hey, Leute. Alles okay da hinten? Ja. Habt ihr irgendwas für mich? Wir haben die Ehre, zwei Golden Retriever fliegen zu dürfen. Und ein Mr. Stein, Platz 7b, hat die Erlaubnis, während des Fluges nach Ihnen zu sehen. Kein Problem. Habt ihr die Checkliste durch? Ja, danke, Sharon. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Bodenkontrolle hier, Pacific Global 52, fertig zum Pushback an Gate 6. Roger, Pacific 52, Sie haben Starterlaubnis. Naja, er hat ja nicht nur dich verlassen, sondern genauso auch mich. Entschuldigen Sie? Wir sind startklar. Würden Sie bitte das Handy ausschalten? Mom, ich muss Schluss machen. Die Telefonpolizei hat gesagt, ich muss ausschalten. Aber warum? Sind doch alle gleich. Genau. Ihr habt also nichts dagegen, wenn wir tauschen? Bitte. Na schön. Sie müssen aber jetzt wirklich Platz nehmen. Okay. Schalten Sie jetzt alle Ihre Handys und elektronischen Geräte aus. Sie könnten nach Erlöschen der Anschnallzeichen wieder benutzt werden. Ich danke Ihnen. Nun stell endlich das Ding ab, klar? Ich habe mir die Probeabzüge der Speisekarten angesehen. Bei einem Problem mit dem Layout fehlt uns die Zeit. Kannst du dich mal kurz abregen? Es ist alles unter Kontrolle, ja? Nein, nein, ist es nicht. Okay, wir öffnen in 3 Wochen und es gibt nur Wenns, wenn uns der Oberkellner im Stich lässt, wenn die Kühlschränke nicht rechtzeitig eintreffen. Wenn du nicht endlich den Mund hältst. Und wo steckt überhaupt der Flugbegleiter und bestätigt, dass wir den Konferenzraum haben? Besatzung, bitte zum Start vorbereiten und anschnallen. Bist du sicher, dass du aus demselben Genpool stammst? Er ist wohl nur im Flachen geschwommen. Was? Hä?
Delmar hier, Pacific Global 52. Wir sind startklar. Roger, Pacific Global 52. Sie haben Starterlaubnis. Fahrwerk einziehen. Roger. Fahrwerk ist eingezogen. Klappen einfahren. Sind eingefahren. Gierdämpfer ein. Gierdämpfer eingeschaltet. Oakland Center, hier ist San Francisco Tower. Wir übergeben Pacific Global Flug 52. Flug 52, Sie verlassen unseren Luftraum und fliegen in den Kontrollraum Oakland Center. Bitte nehmen Sie bei 132.05 Kontakt zum Oakland Center auf. Haben Sie einen guten Flug. Oakland Center, hier ist Pacific Global 52. Wir steigen zur Reiseflughöhe von 65.000 Fuß. Geschätzte Reisegeschwindigkeit 930 Knoten. Roger 52, wir haben Radarkontakt. Reiseflughöhe 650 freigegeben für vorgesehene Flugroute nach Tokio. Sind eingeweiht. Die Männer hier im Raum und die Piloten in der Luft. Das wär's schon, Admiral. Commander, die Piloten sind in Warteposition und warten auf den Befehl zum Raketentest. Na schön. Ist das die kalkulierte Reichweite der Rakete? 500 Meilen, Sir. Wenn wir mit der Phoenix erfolgreich sind, haben wir eine Luft-Luft-Rakete mit doppelt so großer Reichweite wie alle anderen. Ist ja ein riesiges Gebiet. Ja, Sir, wir werden's auch brauchen. Wenn die Zieldrohne sich von der C-130 gelöst hat, steigt sie bis auf eine Höhe von 65.000 Fuß und geht dann in eine kreisförmige Flugbahn. Die F-18 fliegt mit Mach 1, wenn sie das Ziel erfasst. Die Rakete wird beschleunigen und eine Geschwindigkeit von etwa 3.600 Meilen pro Stunde erreicht haben, wenn sie auf das Ziel trifft. Da sind eine Menge Dinge im Spiel, Sir. Das Fehlen des Gefechtskopfes wird die Zielgenauigkeit nicht beeinträchtigen? Wir haben den Gefechtskopf durch eine Nachbildung aus Titan ersetzt. Die Zielgenauigkeit bleibt erhalten. Commander, die C-130 meldet, dass eine Schlechtwetterfront aufzieht. Da draußen zieht schon den ganzen Tag ein Unwetter auf. Sollten wir nicht besser verschieben? Für unsere Rakete ist es nur eine weitere Variable, Sir. Der Sturm wurde zum tropischen Sturm raufgestuft. Wir werden zwar über das Unwetter wegfliegen, aber es wird Gegenwind geben und wir werden langsamer. Ändern wir den Kurs? Irgendwann wollen Sie doch auf meinem Platz sitzen. Was würden Sie tun? Wir sind 90 Minuten unterwegs und schneller als geplant. Wir könnten trotzdem pünktlich sein. Ist das alles? Wir sparen Sprit und die Passagiere haben es ruhiger. Ich würde es machen. Gut, dann kann ich ja in den Ruhestand gehen und euch diesen fliegenden Computer überlassen. Dann kann ich mit den Enkeln spielen oder ein bisschen Golf. Aber spielen Sie nicht Golf mit Ihren Enkeln? Man darf nicht zulassen, dass Ihr Abschlag auch noch weiter vererbt wird. Sehr amüsant. Sie sind ja ein richtiger Witzbold. Hier Pacific Global 52, erbitten Erlaubnis zur Kursänderung wegen schlechten Wetters. Roger, Pacific Global 52, weichen Sie vom Kurs ab. Dann kommen wir aber verdammt nahe an das Luftstraßenkreuz Horse. Ja, und dort ist militärisches Sperrgebiet. Soll ich einen neuen Kurs berechnen? Nein, die bleiben auf Ihrer Seite und wir auf unserer. Okay, gehen wir auf den neuen Kurs. Kaffee? Oh ja, bitte. Gutes Timing. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Was? Oh. Der Versuch, auf dem Laufenden zu bleiben. Das Gefühl kenne ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Unsere Reise.
Reiseflughöhe von 65.000 Fuß erreicht und die Anschnallzeichen ausgeschaltet. Sie können sich also frei in der Kabine bewegen oder sich einfach bequem zurücklegen und den Flug genießen. Wir haben uns überlegt, ob wir den Namen des Restaurants nicht ändern sollten. Oh ja, ich auch. Wie wär's vielleicht mit Mickey's Mind? Dann müssen wir die Speisekarte wieder mal ändern. Sehr komisch. Die Karte ändern? Nein, eigentlich nicht nötig. Einheiten in Position, Commander. Kontaktieren Sie C-130. Zielobjekt abwerfen. Navy 559. Hier ist Homeplate. Roger, Homeplate. Hier ist Navy 559 in Position. Zielobjekt abwerfen. Hier ist Doug. Nach dem Pfeifton können Sie eine Nachricht hinterlassen. Tut mir leid, dass ich vorhin so grob war. Wenn ich wieder zurück bin, dann setzen wir uns zusammen und reden von Mann zu Mann über die College-Sache, okay? Und vergiss nicht, wir sind Freunde. Wo bist du? Lern schön. Bye. Die Austern werden um 6 Uhr morgens in Massachusetts geerntet und landen in Tokio pünktlich zum Dinner. Wunderbar. Das heißt, wenn sie den Anschlussflug erreichen und wenn wir eine Lieferung erhalten, wenn nichts dazwischen kommt. Rachel, wir brauchen einen Cocktail. Ja, Sie sollen den Wagen hier stehen lassen. Was? Was habe ich gesagt? Nicht zu glauben. Drohne auf Sendung, beschleunigt auf Mach 2. Navy 347, kontaktieren und bestätigen. Navy 347, hier ist Homeplate. Roger, Homeplate. Haben Sie das Ziel erfasst? Bestätige. Homeplate 347 hat Ziel erfasst. Mr. Stein. Verzeihung, sind Sie die Stewardess? Flugbegleiterin, Dad. Man hat mir schon schlimmere Titel gegeben. Ich habe die Anweisung, Sie in den Gepäckraum zu begleiten. Das klingt ja bedenklich. Hier, nimm ein paar Tabletten. Das beruhigt. Ich bin ja schon ruhig. Ganz ruhig. Wenigstens werden Carter und Kennedy sich freuen, mich zu sehen. Außerdem müssen wir uns beeilen. Es hieß alle 2 Stunden. Jetzt sind es fast 3. Hör mal, die leisten sich gegenseitig Gesellschaft. Denen geht's bestimmt gut. Du hast recht, ihnen geht's gut. Ich weiß, dass es ihnen gut geht. Hierüber bitte. Oh, Verzeihung. Sobald wir gelandet sind, ist er wieder okay. Ich pass schon auf ihn auf. Gibt's hier noch eine andere Toilette? Ganz hinten am Ende des Gangs. Okay. Hier geht's runter. Carl, bitte mein Fernglas. Was ist das? Wahrscheinlich ein Militärflugzeug bei einer Übung in großer Höhe oder so. Wir sind eben doch ziemlich weit nach Süden abgekommen. Wir sind zwar nahe der militärischen Zone, aber außerhalb des Sperrgebiets. Kein Sichtkontakt mehr. Was meinen Sie? Es ist im toten Winkel am Steuerbord. Carl, schauen Sie doch mal durchs Fenster der Bordküche, ob Sie was sehen können. Aber ganz ruhig, damit die nicht nervös werden. Wenn das Ding näher kommt, drehen wir ab. Ich sag denen, dass sie sich anschnallen sollen. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir könnten in leichte Turbulenzen kommen, also schnallen Sie sich bitte wieder an und bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Danke. Sieht denn sowas an? Du weißt doch, mit wem sie liiert ist. Ich weiß. Verzeihung. Navy 347, Zielobjekt bestätigen. Homeplate, wir Navy 347. Erbitte Befehl betreffend Zielobjekt. Entfernung 480 Meilen. Foxtrot Alpha Whiskey, Feuer frei. Navy 347 hier, Homeplate. Foxtrot Alpha Whiskey, Feuer frei.
Navy 347. Foxtrot Alpha Whiskey. Roger, Homeplate. Ich löse aus. Hier sind sie. Achtung, Kopf. Danke. Hallo, ihr zwei. Wie geht's euch denn? Habt ihr mich nicht vermisst? Verreisen Sie oft mit ihnen? Nein. Das ist das erste Mal. Ich habe eine Abmachung mit dem Mädchen getroffen. Wenn ich den Job annehme, dann geht die ganze Familie mit mir für ein Jahr nach Tokio. Auch die Hunde. Meine Kleinen, na, wie geht's euch? Sharon hier? Wir haben das Anschnallzeichen eingeschaltet. Wir kommen rauf. Homeplate, hier Navy 347. Bitte bestätigen Sie, dass nur ein Zielobjekt unterwegs ist. Navy 347, hier Homeplate. Bestätigen, dass nur ein Zielobjekt in der Luft ist. Homeplate, ich sehe zwei Zielobjekte. Schnell vorbei, dann können Sie in den Konferenzraum zurück. Okay. Nur noch eine Minute. Komischer Jagdflieger. Nein. Nein, das ist ein militärisches Zielobjekt. Versuchen, das Ding manuell runterzubringen. Spoiler ausfahren!
Spoiler ausgefahren! Sehr gut! Sir, irgendwas stimmt nicht. Das Signal des Zielobjekts ist noch aktiv, aber die Rakete sendet nicht mehr. Navy 347, hier Homeplate. Wir empfangen widersprüchliche Signale. Unsere Monitore zeigen einen Zieleinschlag an, aber das Zielobjekt sendet noch. Verstanden? Bestätige Raketentreffer. Zielobjekt im steilen Sinkflug nach Auftrieb. Sinkt circa 12.000 Fuß pro Minute. Die Rakete könnte das Zielobjekt vielleicht nur gestreift haben. Ohne Gefechtskopf braucht sie einen Volltreffer zur Zerstörung. 12.000 Fuß pro Minute ist zu langsam. Vielleicht hat der Treffer das Zielobjekt so deformiert, dass sich der Absturz dadurch verlangsamt. Homeplate, hier Navy 347. Der Vertical Scan zeigt an, dass sich die Fallgeschwindigkeit des Zielobjekts verlangsamt. 10.000 Fuß pro Minute. Fuß pro Minute. 6.000. Zielobjekt bleibt auf einer Höhe von 11.000 Fuß. 347, verfolgen Sie sofort Zielobjekt. Roger, Homeplate. Entfernung 460 Meilen. Geschätzte Flugdauer 16 Minuten bis Zielobjekt. Dafür, dass der Absturz so plötzlich aufgehalten worden ist. Das ist mir klar, Admiral. Wir kriegen wieder Luft. Wo ist Tag? Tag! Tag ist tot!
Homeplate Navy 347 hat Sichtkontakt. Wir haben ein Verkehrsflugzeug getroffen. Bestätigen Sie letzten Funkspruch. Bestätige Treffer an einem Verkehrsflugzeug. Loch mit 1 Meter Durchmesser Rumpf Backbord. Ein weiteres mit 2 Meter Durchmesser an Steuerbord. Operieren wir außerhalb des Militärbereichs? Sicher nicht, aber nah an der Grenze. Ist es möglich, dass die Rakete ein Ziel außerhalb anvisiert hat? Das wäre möglich, Sir, wenn Sie nahe der Grenze waren und eine hohe Wärmeausstrahlung hatten. Aber was könnte denn in so großer Höhe fliegen? 347, können Sie das Flugzeug identifizieren? Homeplate, es ist eine Pacific Global Stratton. Die fliegen die neue SST und starten von San Francisco. Warum waren wir nicht informiert? Wir waren informiert, Sir, aber Sie sind weit außerhalb Ihres Flugkorridors. 347, gibt es Lebenszeichen an Bord? Keine Bewegung zu erkennen in der Kabine und im Cockpit. Und ich bin weniger als 10 Meter entfernt. 347, gehen Sie auf sichere Distanz und beobachten Sie von dort. Dieses Flugzeug ist instabil. Bestätigen. Bestätigt, Homeplate. Los. Ich kann Sie hören! Hilfe! Hallo! Hilfe! Ich komme! Die Tür nicht auf! Sehen Sie nach, ob sie nicht verriegelt ist! Ist sie nicht! Warten Sie einen Moment! Moment, ich lasse Sie nicht allein! Bitte! Okay, Moment, Moment! Stoßen Sie sie auf! Alles in Ordnung? Ja. Alle tot? Nein. Sie lügen! Sie sind tot! Sie bewegen sich nicht! Beruhigen Sie sich! Sie sind bewusstlos, okay? Wegen des Unterdrucks bewusstlos! Ich muss versuchen, erstmal Hilfe zu holen. Ich muss jemanden von der Crew finden. Warten Sie! Warten Sie mal! Ich glaube, ich habe eine von denen in den Aufzug steigen sehen. Und wo? Da! Da! Okay, jetzt ducken Sie sich! Ducken! Hallo? Wir sind hier drin, helft uns! Einen Moment! Der Strom ist weg, Sie müssen die Tür per Hand aufkriegen! Okay, alles in Ordnung? Ja!
Alles klar, Sir? Ja. Alles klar? Geht schon wieder. Was ist passiert? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das Flugzeug ist von etwas getroffen worden. Und dann waren wir im freien Fall. Wir haben Riesenlöcher auf beiden Seiten. Oh mein Gott, Sir! Nein, nicht! Wo sind Sie? Bleiben Sie stehen! Seien Sie vorsichtig! Ich muss unbedingt ins Cockpit. Bleiben Sie. Der Captain ist tot. Wir fliegen mit Autopilot. Wir müssen einen Hilferuf absetzen. Sir! Sind Sie okay? Schnallen Sie sich an! Kein Mayday-Alarm auf irgendeinem Notrufkanal. Vielleicht ist Ihr Funkgerät defekt. Wenn jemand den Aufprall überlebt hat, war er einem totalen Unterdruck ausgesetzt, Sir. In dieser Höhe gibt es weniger als 1% Sauerstoff, das überlebt keiner. Und wie erklären Sie sich die stabile Flughöhe? Vielleicht war bei all dem Chaos einer so klug, den Autopilot zu aktivieren. Matters hat gemeldet, dass Sie auf die Instrumente gesunken sind, Sir. Sie meinen also, alle sind tot? Wir müssen das leider annehmen, Sir. Ja. Ich glaube, Sie sind alle tot. Unsere Flugnummer. 52. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Pacific Global. Flug 52. Hören Sie mich? Sind Sie Pilot? Für Zweimotorige, nicht für so ein Ding. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Pacific Global. Flug 52. Können Sie mich hören? Carson? Ja, was ist, Jack? Haben Sie die 52 nach Tokio? Moment. Ja. Die Positionsmeldung ist überfällig. Tatsächlich, keine Meldung seit Horst. Soll ich nachfragen? Geben Sie ihnen noch Zeit bis 14.30 Uhr. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Pacific Global, Flug 52. Hören Sie mich? Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Pacific Global, Flug 52. Hören Sie mich? Mayday, 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 hier ist Pacific Global, Flug 52, ist jemand auf Empfang? Sharon, Sharon, Sie müssen mir mal helfen. Und was ist mit mir? Bleiben Sie beim Co-Piloten, wenn er aufwacht und widersprechen kann, dann kommen Sie und holen einen von uns. Mayday, 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 hier ist Pacific das Global, kann ich Flug nicht. 52, ist jemand auf Empfang? Eigentlich bin ich überhaupt nicht hier, ich meine, mein Vater wollte mich sehen. Da sagte meine Mom, ich soll nach Japan fliegen und ihn dort besuchen. Und dann, das ist alles total schief gelaufen. Sie haben ja recht, völlig recht. Aber so ist es nun mal. Wir müssen jetzt alle einander helfen. Sie schaffen das. Und wenn er stirbt? Er wird nicht sterben. Bleiben Sie hier und leisten Sie ihm Gesellschaft. Sein Name ist David. Ich komme gleich wieder und sehe nach ihm. Sie machen das schon. Schon eine Verbindung? Ist jemand auf Empfang? Nichts. Wenn wir wirklich auf Sendung wären, hätte längst jemand reagiert. Kennen Sie sich im Cockpit aus? Kommt Ihnen hier irgendwas bekannt vor? Sie sind doch Pilot. In meiner Skymaster habe ich eine Menge Messgeräte und Anzeigeinstrumente. Hier sehe ich nur dieses virtuelle Zeug. Alle Instrumente sind da, das ist mir klar, aber ich weiß leider nicht wo. Wir müssen jemanden finden, der sich auskennt. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Okay. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Pacific Global, Flug 52. Ist denn niemand auf Empfang? Es gibt keinen Funkspruch auf keiner Frequenz. Bleiben Sie dran. Ja, Sir. Nichts, Sir. In Kürze wird man im Oakland Center feststellen, dass die Verbindung zu diesem Flugzeug abgebrochen ist. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben. Ich schlage vor, wir erklären die Maschine zum treibenden Wrack und handeln dementsprechend. Einen verlassenen Fischkutter zu versenken, ist was anderes als ein Passagierflugzeug abzuschießen.
Vielleicht, Sir. Aber wir stehen vor dieser Tatsache. Es gibt physiologisch keine Chance, dass jemand so eine explosive Dekompression überlebt hat. Das Flugzeug fliegt mit Autopilot. Wenn man es weiterfliegen lässt, kommt es irgendwann über das Festland. Und wenn das Kerosin ausgeht, stürzt es dort ab. Wir haben heute schon mal einen schweren Fehler gemacht. Ich würde ernsthaft davor warnen, voreilig zu handeln. Ich fürchte, nicht zu handeln wäre unser zweiter Fehler, Sir. Wenn das Wrack der Maschine irgendwann entdeckt wird, kommt die Wahrheit doch zutage. Valentine, geben Sie mir mal die Karte mit den Meerestiefen. Ja, Sir. Funktioniert es nicht? Akku ist leer. Oh. Meins funktioniert. Wir sind 1500 Meilen von der nächsten Netzantenne weg. Erst in Küstennähe werden wir wieder Empfang haben. Was ist mit dem Bordfunk? Ist leider außer Betrieb. Vermutlich ist die Antennenleitung unterbrochen. Also sind wir hier oben allein. Im Moment. Hilfe! Ist da draußen jemand? Hallo! Da draußen lebt niemand mehr. Doch, Schwesterherz, glaub mir. Wenn noch jemand da wäre, hätten sie uns längst gehört. Alle sagen, ich bin der Pessimist in der Familie, stimmt's? Trotzdem bin ich sicher, dass wir hier rauskommen. Hey, hörst du? Hörst du nicht? Wir fliegen noch. Hörst du nicht? Aber sie sind alle tot, Mickey. Und wir auch. Pacific Global, hier spricht Oakland Center. Positionsmeldung von Flug 52 ist überfällig. Haben Sie Kontakt mit Ihnen? Wir prüfen das gleich. Jack? Oakland Center hat keinen Kontakt zu Flug 52. Versuchen Sie es mit Datalink und fragen Sie, was los ist. Sharon, hören Sie! Haben Sie eine Ahnung, was das ist? Das ist der Datalink. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Was? Flug 52. Wie ist Ihr Status? Das ist Pacific Global. In San Francisco? Das Ding steht in der Abfertigungszentrale. Wir können damit kurze Texte senden und empfangen. Wow! Ist das Ihr Ernst? Schreiben Sie, was hier los ist. Schreiben Sie, was los ist. Notfall. Mayday. Flugzeug beschädigt. Keine Funkverbindung. Über dem Pazifik. Brauchen Hilfe. Flug 52, Mayday empfangen. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Flug 52, Mayday empfangen. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Flug 52, welche Art ist der Notfall? Welche Hilfsmaßnahmen benötigen Sie? Verbleibende Treibstoffmenge? Genaue Position? Okay, schreiben Sie. Pilot ist tot. Co-Pilot ist bewusstlos. Navigator nicht mehr an Bord. Schreiben Sie weiter, ich bin ein Amateurpilot. Zwei Löcher in Kabine, vermute Bombe, totaler Druckabfall. Drei Passagiere und eine Flugbegleiterin haben überlebt. Die anderen sind tot oder im Koma, brauchen Hilfe. Kann man wohl sagen. Ich habe Mr. Johnson dran. Mr. Johnson? Ja, wir haben eine Maschine in Not, Flug 52 nach Tokio. Eine Stratton. Wie schlimm ist es? Explosive Dekompression. Die Crew ist tot. Wir haben Kontakt zu einer Flugbegleiterin und einem Amateurflieger. Überlebend noch zwei andere, die während der Dekompression in einer geschützten Druckzone waren. War es eine Bombe? Könnte sein. Wir sind dabei, uns nähere Informationen zu beschaffen. Kann dieser Amateur eine Stratton fliegen? Ich weiß es nicht. Ich werde versuchen, ihn eine Wende machen zu lassen. Wenn Sie meinen, er kriegt's hin, machen Sie das. Ich bin in 20 Minuten da. Okay, Leute, mal hier hören. Ich brauche Angaben über die letzte Position, die geschätzte Treibstoffmenge und die Notfallpläne für Flug 52. Los, los, beeilt euch! Nichols, wie ist Ihre augenblickliche Position?
Sie überfliegen gleich das Nelsoner Besser. Das Meer ist dort über 2 Meilen tief. Es ist 55 Minuten her, seit die Phoenix das Flugzeug getroffen hat. Seither keine Änderung in Kurs und Geschwindigkeit. Es steht wohl eindeutig fest, was wir zu tun haben. Wenn sie in der Luft bleibt, riskieren wir weitere Todesopfer. Ganz zu schweigen von dem Schaden, den dieser Vorfall der Navy zufügen wird. Und dem ganzen Land. Washington hat diesen Test autorisiert, damit wir in der Raketentechnik weiterkommen. Wir wollen an der Spitze sein. So bedauerlich dieser Vorfall auch sein mag, wenn das bekannt wird, kann es uns diesen Vorsprung kosten, Sir. Auch wenn ich mit Ihrer Einschätzung der Lage nicht einverstanden wäre, Sie haben das Kommando. In Anbetracht unseres Wissensstandes stehe ich Ihnen nicht im Weg. Verstanden, Sir. Verbinden Sie mich mit Navy 347. 347, kommen. Home Plate, hier ist Navy 347. Ich höre. Navy 347 hier, Homeplate. Autopilot der Stratton ist außer Funktion zu setzen. Bestätigen Sie. Erwarte Bestätigung, Navy 347. Roger, Homeplate. Navy 347 leitet Einsatz ein. Beginne mit Anflug. Jack, angesichts Ihrer derzeitigen Position und des geschätzten Treibstoffvorrats müssen wir Sie auf der Stelle umkehren lassen. Mal sehen, was so ein Amateurflieger kann. Können Sie den Knopf des Autopiloten identifizieren und betätigen? Schreiben Sie ja. Die Maschine abfangen, wenn sie außer Kontrolle gerät und der Autopilot versagt. Keine Ahnung. Aber die sollen mir mal die Koordinaten geben. Dann versuchen wir es. Erbitten neue Koordinaten, bereit zum Versuch eines Turns. Wie ist der Kurs? 80 Grad. Super. Fertig? Aha. Festhalten. Homeplate, habe Ziel im Visier. Homeplate, die Stratton dreht ab. Ich wiederhole, Stratton dreht ab. Dreht ab Richtung Norden. Sie wendet. Geschwindigkeit und Höhe unverändert. Neuer Kurs, 80 Grad. Sie haben es geschafft. Wir fliegen zurück. Okay. Alles klar. Ich muss das Ding aber noch runterbringen. Gut gemacht. Tun alles, euch nach Hause zu bringen. Bleibt auf Empfang. Oh Mann. Er fliegt zurück nach Kalifornien. 347, Aktion abbrechen. Ziel mit Abstand verfolgen. Homeplate, wünschen Sie sich Kontakt zum Cockpit? Negativ, 347. Halten Sie Abstand. Flugzeug wird weiterhin als instabil betrachtet. Roger, ich werde auf Abstand gehen. Es hat sich nichts geändert. Doch, alles hat sich geändert. Er hat den Turn geschafft? Ohne Probleme. Okay, ich bin in circa 5 Minuten da. Hier, Metz. Hier ist Wayne Johnson. Wir haben einen Notfall. Es geht um eine Stratton. Wir holen mal ein bisschen Wasser. Nein, Sharon, Sie müssen bei mir bleiben. Das schaffen Sie doch allein, oder? Oh ja, es ist in der Bordküche auf der linken Seite. Okay. Ist echt tough. Ja.
Die sind alle tougher, als man denkt in dieser Generation. Haben Sie Kinder? Ich? Nein. Noch nicht den richtigen gefunden. Und keine Zeit. Tja, man hat nie genug Zeit für Sie. Man kann immer nur versuchen, nicht allzu viel falsch zu machen. Sie verstehen sich mit Ihrem Jungen? Tja, ja. Seine Mutter starb, als er 4 war. Von da an sind wir allein gewesen. Dann eines Tages, dann wacht man auf und... Sie haben plötzlich Ihren eigenen Kopf. Da haben Sie recht. Ich muss einfach lernen, mich ein wenig zurückzunehmen. Sie machen das bestimmt sehr gut. Naja. Los, redet mit uns, redet mit uns. Viel sicherer. Amy und Erica wollten unbedingt näher am Bildschirm sitzen. Da haben meine Frau und ich die Plätze mit ihnen getauscht und sie wurden rausgeweht. Alles Plan für die Zukunft. Alle Sorgen, wenn sie mal zu spät nach Hause kamen. Ja. Sie waren für mich alles im Leben. Hören Sie! Wir sind inzwischen auf dem Rückweg nach San Francisco. Dort warten viele Leute auf uns, die uns helfen werden. Wir werden es schaffen. Also kommen Sie doch mit nach oben. Wie viele Maschinen haben wir in der Luft? 18. Und bei denen ist alles okay? Wer nichts mit der Rückführung der 52 zu tun hat, kann wieder an seinen Schreibtisch zurück. Und bitte bewahren Sie Stillschweigen, bis wir einen klaren Handlungsplan haben. Ist das klar? Danke. Oakland Center ist auf der 6. Ich rede mit Ihnen. Hier spricht Wayne Johnson. Mr. Johnson, hier spricht Marlene Cobb, Oakland Center. Wie ist der Status der Pacific Global 52? Wir haben Kontakt. Es gibt ein Funkproblem und die Verbindung ist im Moment auf Datalink beschränkt. Sie fliegen zurück. Sobald ich Näheres weiß, gebe ich es Ihnen durch. Okay, Sir. Wir werden die 52 weiter überwachen und auf Ihren Anruf warten. Danke, Sir. Lassen Sie uns bitte einen Moment allein. Wir haben höchstens noch eine Stunde, bis uns die ganze Welt im Nacken setzt. Ich möchte, dass wir erstmal nur an das Flugzeug denken, ohne von Presseanrufen und Agenturanfragen abgelenkt zu werden. Und was jetzt? Kann der Mann sie zurückbringen? Er ist Amateurpilot, aber mit etwas Glück hat er eine Chance. Er sagt, einige Passagiere würden noch leben, aber seien in eine Art Koma gefallen. Ist das überhaupt möglich? Nicht nur möglich, sondern unausweichlich. Ein Druckabfall in 65.000 Fuß Höhe. Da hatten Sie keine Chance. Wer sind Sie? Das ist Ann Matz von der Beneficial-Versicherung. Würden Sie uns bitte entschuldigen? Bitte. Damit haben wir es zu tun. Homeplate, hier ist Navy 347. Navy 347, hier ist Homeplate. Homeplate, Passagiere und Trümmer fallen aus der Maschine.
347, halten Sie Abstand. Roger, Homeplate, falle zurück. Ich lasse meine Frau nicht allein. Ich gebe ihm jetzt Landeinstruktionen. Ich muss ihm alle Anweisungen über diese verdammte Schreibmaschine geben. Wie kommt es, dass das da funktioniert, aber der Funkverkehr nicht? Datalink geht über Satellit und nicht über eine zerstörte Antenne. Es kann also kein anderer Ihre Verbindung empfangen? Nein, es ist eine Sackgasse an beiden Enden. Es wird viele Tote geben. Noch haben wir eine Chance. Die Situation wird eher noch schlechter, nicht besser. Und Sie haben den schwarzen Peter. Hier ist die Passagierliste. Ich glaube, wir sollten die Angehörigen kontaktieren. Wir können ja schon deren Flüge nach San Francisco buchen. Nein, noch nicht. Ich muss noch Oakland Center anrufen und möchte sicher sein, dass wir nichts versäumt haben, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen. Nun ja. Was überlegen Sie? Auch unsere Quellen sind nicht unerschöpflich. Wie? Hören Sie mal gut zu. Wenn ein Amateurpilot das modernste Verkehrsflugzeug der Welt fliegt, gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, er stürzt mit der Maschine ins Meer und alle an Bord kommen um. Was wir für 102 Tote auszahlen müssen, ist ein Betrag, den ich einschätzen kann. Das glaube ich gern. Ich habe viel mit versicherungstechnischen Tabellen zu tun und dort steht für jeden Todesfall ein feststehender Betrag drin. Und zweitens? Möglichkeit zwei ist, Mr. Barry fliegt die Maschine direkt ins Zentrum von San Francisco. Tausende werden umkommen. Das würde Sie nicht weiter interessieren? Wenn er dabei 10 Häuserblocks zerstört, wird sicher die staatliche Katastrophenhilfe einspringen. Und Sie wären aus dem Schneider. Möglicherweise. Aber Möglichkeit drei. Wenn Ihr Amateur das Flugzeug erfolgreich landet, sind wir alle in einer wenig beneidenswerten Lage. Zahlungen im Todesfall sind das eine. Was anderes ist ein Flugzeug voller Patienten, die als Behinderte ein Leben lang rund um die Uhr der Pflege bedürfen. Milliarden von Dollar für Prozesskosten. Die Familien der Opfer. Schmerzensgeldabfindungen. Das nimmt kein Ende, glauben Sie mir. Die Beneficial Insurance wird bankrott gehen und dann werden die Opfer sich eben an ihre Fluggesellschaft halten. Sie sind doch noch immer ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen. Diesmal nicht. Es geht hier um zu große Beträge. Die Pacific Global wird von ihrer Stratton begraben werden. Dieses Flugzeug darf einfach nicht landen. Es gibt Überlebende dort oben. Verschwindend wenige. Ich glaube immer noch, er hat eine Chance. Wir haben nicht mehr viel Treibstoff. Das kann doch nicht sein. Er hätte doch reichen müssen bis Tokio. Der Verbrauch wurde für die dünne Luft in 65.000 Fuß Höhe berechnet. Hier unten verbrennen wir mindestens dreimal so viel. Ich weiß nicht, ob der Treibstoff ausreicht für den ganzen Flug zurück. Und was wird mit denen? Sind die... bleiben die jetzt so? Ich weiß auch nicht. Aber Sie brauchen Hilfe so schnell wie möglich. Sie können ja andere bei der Entscheidungsfindung hinzuziehen. Das kostet viel Zeit. Ich soll den Vorstand darüber abstimmen lassen? Tausende Familien werden ruiniert sein, wenn Pacific Global pleite geht. Und vergessen Sie nicht die am Boden, deren Leben zerstört wird, wenn Sie es riskieren, diesen Menschen die Maschine landen zu lassen. Dabei können Sie nicht mal mit ihm reden. Er ist allein mitten über dem Pazifik und fliegt auf eine Sturmfront zu. Und sehr bald wird diese Entscheidung sowieso nicht mehr bei Ihnen liegen. Oakland Center wartet auf der 6. Auf neuesten Stand. Hier ist Wayne Johnson.
Wir haben keinen Kontakt mehr zu Flug 52. Wir leiten Rettungsmaßnahmen ein. Wann ist das passiert? Pacific Global meldet den Verlust von Flug 52. Die Rettungsmaßnahmen sind eingeleitet. Jetzt können auch wir nichts mehr tun. Oh, doch, doch, doch. Es gibt aber nur eine Möglichkeit. Wenn das Wrack irgendwann gefunden wird, beginnen langwierige, sehr gründliche Ermittlungen, die der Navy äußerst abträglich werden können. Die Nimitz ist der nächstgelegene Flugzeugträger. Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Wir brauchen 75 Minuten bis zum Einsatz. Besser, wir bringen es gleich zu Ende. Homeplate, hier ist Navy 347. Erbitte Bestätigung für Einsatz. 347, hier Homeplate. Bestätige Einsatzbefehl. Dieses Flugzeug wird als treibendes Wrack betrachtet. Bestätigt. Homeplate hier 347. Erbitte Erlaubnis, Einsatz abzubrechen. Abgelehnt, 347. Einsatz fortsetzen. Bestätigen Sie, Einsatz fortsetzen. Abgelehnt, Homeplate. Navy 347 kann Befehl momentan nicht ausführen. 347, das erfüllt den Tatbestand der Befehlsverweigerung. Bedenken Sie die Konsequenz. 347 hat sie bedacht, Sir. 347, das ist ein treibendes Wrack, haben Sie verstanden? Nein, Sir, es ist ein Schiff in Not. Der weiß genau, dass er nicht vors Militärgericht kommen kann, weil er einen Befehl verweigert, den zu geben, Sie nicht befugt sind. Dieser junge Mann wird heute keinen mehr abschießen. Genauso wenig wie wir. 347. Hier spricht Admiral Hennings. Melden Sie sich bei der Nimitz. Laufender Einsatz abgebrochen. Wiederhole. Laufender Einsatz abgebrochen. Roger, Homeplate. 347 nimmt Kurs auf Nimitz. Viel Glück. Admiral, ich habe ja das Kommando. Ich kann noch andere Flugzeuge einsetzen. Das werden Sie nicht. Sie werden schön warten, bis Matos auf der Nimitz gelandet ist und wir sehen, ob er seinen Mund hält. Es gibt keine Garantie, dass dieses Dreadnought es überhaupt zurück nach San Francisco schafft. Vielleicht verschwinden unsere Probleme einfach so im Ozean. Vielleicht. Aber das ist nicht länger Ihre Entscheidung. Und Sie können die Geschichte gern so erzählen, wie Sie sie für passend halten. Aber mein Bericht ans Pentagon wird die Wahrheit wiedergeben. Ich brauche zwei Kopien der Datalink-Ausdrucke. Eine muss an die Flugleitstelle gemailt werden, die andere ist für den Konzern. Ich will alle Führungskräfte hier an der Westküste zusammentrommeln. Ich kann mich um die Datenverbindung kümmern, solange Sie das tun. Nein, Sie machen die Kopien, während ich den Kontakt wiederherzustellen versuche. Falls es überhaupt noch jemanden zum Kontaktieren gibt. Ich verstehe das Ganze nicht. Wenn der Satellit ausgefallen wäre, hätten wir es von unseren anderen Flugzeugen erfahren müssen. Und wenn Datalink bisher funktioniert hat, müsste es das sollte, auch weiterhin tun. Es sollte, aber es tut's nicht. Deshalb habe ich ja Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Oder wäre es Ihnen lieber, wenn wir uns hier drin wichtig machen und Fehler im System suchen und deshalb mögliche Überlebende im Stich lassen? Natürlich nicht. Gut. Die Flugsicherung wartet auf die Ausdrucke. Sie beschäftigen Sie wohl alle. Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit. Und lassen Sie hier in Ruhe schädliche Dokumente vernichten. Arbeiten an einer Lösung. Das waren unsere letzten Worte an die 52. Dann habe ich die Such- und Rettungsdienste alarmiert. Ganz nach Plan. Ich hoffe, Sie haben einen Plan. Ja. Was man im Cockpit des modernsten Fliegers der Welt nie machen sollte.
Sind Sie schon mal durch so eine scheußliche Wetterfront geflogen? In meiner kleinen Mühle? Da würde ich ganz schnell umkehren und nach dem nächsten Landeplatz suchen. Den werden wir hier leider nicht finden. Nein. Und wir können auch nicht darüber hinwegfliegen. Und sie könnte 100 Meilen lang sein. Wie wäre es, wenn Sie es dem Autopilot überlassen? Wenn die Turbulenzen zu stark werden, könnte der Autopilot automatisch abschalten. Dann müsste ich die Kontrolle übernehmen. Ich würde es riskieren. Ja. Na gut, mal sehen, ob die uns einen Rat geben können. Bitte Instruktionen zur Navigation. Sind Sie bereit? Ich glaube nicht, dass jemand jemals wirklich zu sowas bereit ist. Schwere Turbulenzen zu erwarten bei Flug durch Sturmfront. Es ist deshalb notwendig, dass Sie den Schwerpunkt verlagern, indem Sie den Treibstoff zwischen den Tanks umpumpen. Indem ich was? Sie meinen, da stimmt was nicht? Nun, ich weiß ja nicht mal, wo die Tanks sind. Immer noch nichts. Sie sollten mal eine Pause machen. Danke. Aber würden Sie sich bitte um die anderen Maschinen in der Luft kümmern? Was soll das Handbuch? Wir werden eine Pressekonferenz einberufen müssen und da möchte ich über alles genau Bescheid wissen. Apropos, ich brauche einen Bericht über alles, was heute passiert ist. Eine Liste von allen, die heute Dienst hatten, der Maßnahmen, die ihre Leute getroffen haben und auch ihre Überlegungen, die zu diesen Aktionen geführt haben. Jetzt! Jack, Sie waren heute der Diensthabende. Die Behörden werden wissen wollen, was und wann Sie es getan haben. Ich habe auch schon angefangen, für mich einen Zeitplan der Ereignisse aufzustellen. Tun Sie es, solange die Erinnerung noch frisch ist. Zeitplan. Na schön. Was ist los? Hängen Sie sehr an Ihrem Job? Was wollen Sie von mir? Warum können die auch nicht von selbst abstürzen? In der Mitte des Overhead-Monitors sind 4 Touchpads mit der Aufschrift Regler für Treibstoffpumpen. Wir haben sie. Weiter, ja? Stellen Sie sie auf die Position off. Off? So steht's hier. Alle? Probieren wir es erstmal mit einem und sehen, was passiert. Sie wollen eine Bestätigung. Und ich will vorher sicher sein, dass ich nichts vermassle. Okay. Ist das alles? Ist das alles? Nein, hier steht, suchen Sie den Schalter mit der Aufschrift Notstrom für Treibstoffventil. Okay. Ich sehe ihn. Betätigen Sie den Schalter. Betätigen Sie den. Das kann nicht stimmen. Nein. Lassen Sie das bestätigen. Verdammt nochmal. Schalt das verdammte Ding schon aus. Die da unten wissen sicher, was zu tun ist. Ich wüsste aber gern, was hier oben zu tun ist. Alles klar? Schalten Sie die Treibstoffzufuhr wieder ein. Hab ich ja schon, das ändert nichts. Der Autopilot ist aus, ich muss den Steuerknüppel zu fassen kriegen. Was sagt der Höhenmesser? 9600 Fuß. Fällt schnell. Sagen Sie alle 500 Fuß an. 8500 Fuß. Wann können wir die endlich abschreiben? Sie waren schon tot, als die Triebwerke aus waren. 500 Fuß! Jetzt muss ich die Triebwerke anlassen! Irgendwie! 4000 Fuß! Wir sinken 500 Fuß pro Sekunde! Das wird eng! Ich muss die Zündung finden! Wo? Irgendwo in Reichweite des Piloten! Können Sie da unten was erkennen? Moment, ja, ich hab ihn!
schalten Sie ein! Okay, haltet euch fest, ich muss die Nase hochbringen. Festhalten! Wir sind zu langsam! Schalten Sie die Nachbrenner ein! AB steht dran! Nicht stabilisieren, dieses Ding. Welche Höhe? 11.000 Fuß. Die Höhe, die der Autopilot geflogen ist. Versuchen wir es mal. Okay, komm schon. Wie schön kann ein Flug sein? Im Schoß von Hightech. Guter Pilot. Gute Co-Pilotin. Flug 52, empfangen Sie mich? Bitte bestätigen Sie an Zentrale San Francisco. Wie ist Ihr Status? Wie unser Status ist. Wir sind noch am Leben. Doch nicht dank Ihnen. Ich sollte den Treibstoff abstellen. Ich komme mir vor wie ein Idiot. Die wollten uns abstürzen lassen. Wieso? Ich weiß nicht. Vielleicht denken sie, dass ich das Ding nicht sicher runterbringe. Oder vielleicht hat einer Mist gebaut und will's vertuschen. Wisst ihr was? Ich weiß es auch nicht. Und es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins. Wir sind auf uns allein gestellt. Sollen sie doch denken, dass wir tot sind. Allzu viele Möglichkeiten haben wir nicht. In 45 Minuten sind wir in San Francisco. Der Autopilot bringt uns dorthin. Dann sind wir auf uns gestellt. Ich könnte die Maschine in der Bucht wassern. Vielleicht kämen wir raus, aber was ist mit den Passagieren? Ich kenne die Anflugroute ziemlich gut. Natürlich nicht flugtechnisch, aber bei klarer Sicht kann ich sie zum Flughafen bringen. Sie bringen uns zum Flughafen nach Sicht? Ja. Na gut. Dann können wir uns ja erstmal um die Passagiere kümmern. Hier, Miller. Sie sind weg. Gut, dann geben Sie mir mal die letzte Position und den Kurs der 52. Ist gut. Bald sind wir zu Hause, mein Liebling. Meine Damen und Herren, ein schlimmer Tag. Ich werde Sie jetzt über die Ereignisse im Einzelnen unterrichten. Sie alle kennen Ann Metz von der Beneficial. Sie hat mich inzwischen über unsere Haftungssituation informiert. Sieht nicht gut aus. Der Autopilot wird uns bis hierher an die äußere Markierung bringen. Dann muss ich die Kontrolle übernehmen. Wenn ich Profi wäre, würde ich über San Francisco hinweg, weit über Oakland hinausfliegen, dann beidrehen und eine dieser Landebahnen nehmen. Hier an der Bucht.
Das wird schwer werden. Alle Piloten finden die Landung hier besonders schwierig. Ich muss über Millionen von Menschen hinwegfliegen, muss gegen die Winde in der Bucht ankämpfen. Ich glaube, das kann ich nicht. Und wenn Sie den Direktanflug versuchen? Dieses Flugzeug hat einen sehr langen Bremsweg. Und die Landebahn ist selbst für einen erfahrenen Piloten kaum lang genug. Wenn ich da zu spät aufsetze, schießen wir einfach ins Meer. Wenn es Ihnen beim normalen Anflug passiert, prallen Sie auf den neuen Base Center Komplex. Also gut. Sie leiten mich zum Flughafen und ich riskiere den Landeanflug auf die Bahn neben der Bucht. Okay? Okay. Ja. Aber die wissen ja nicht, dass wir kommen. Wir werden jeden Moment auf ihren Radarschirmen auftauchen. Wenn wir über sie hinwegrumpeln, werden die gleich hellwach. Wir haben Pacific Global 52 auf dem Schirm. Wir werden die Maschine an Sie übergeben und ihr den Luftraum freihalten. Roger, Oakland, wir übernehmen Sie. Hier bitte, da ist Ihr Flieger. Ich wusste doch, dass Sie noch am Leben sind. Hier Flugsicherung, Pacific 52 im Landeanflug. Bitte lassen Sie alle Landebahnen räumen und alarmieren Sie die Rettungsmannschaften. Falls wir im Wasser landen. Gute Idee. Hier bitte. Wenn das Ding erst unten ist, wird es schwer zu beweisen, dass die uns abstürzen lassen wollten. Sehen Sie doch mal. Hier haben Sie die Ausdrucke aller Datenübertragungen seit Flugbeginn. Ist das Ihr Ernst? Geben Sie mir mal die Taschenlampe für einen Moment. Es gibt keinen Hinweis auf eine Bombe. Also müssen wir davon ausgehen, dass Flug 52 aufgrund technischer Probleme abgestürzt ist. Oder aufgrund eines Konstruktionsfehlers. Das würde bedeuten, dass es dem Flugzeugbauer anzulasten wäre. Flug 52 ist im Landeanflug. Flug 52 ist im Landeanflug. Sie wissen ja, was zu tun ist. Okay? Ja. Es geht los. Jetzt wird mir klar, was Sie meinten mit den Winden. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Was denn dann? Es gibt ein Gerät, das die Schlingerbewegungen dämpft, den Anflug ruhiger macht. Wenn der Autopilot ausgeschaltet wird, geht es mit aus. Dann muss es wohl manuell wieder eingeschaltet werden. Und war es vorher an? Als wir die Maschine neu gestartet haben, kam es vielleicht zum Ausfall des ganzen Systems. Vielleicht gab es auch einen Kurzschluss, ich weiß es nicht. Was passiert, wenn wir das Ding nicht finden? Dann wird das Schlingern immer schlimmer und die Flügel schwappen rauf und runter. Hier oben komme ich damit klar. Aber wenn wir mit Seitenwinden landen sollen, kann es ganz schön schlimm werden. Und werden beim Landen zuerst mit einem Flügel aufschlagen? Dann suchen wir lieber vorher den Gierdämpfer. Ich finde keinen Schalter, wo sowas Ähnliches draufsteht. Vielleicht auf den Panels, die seit dem Neustart dunkel sind. Auch wenn sie nicht mehr beleuchtet sind, könnten sie doch noch in Betrieb sein. Verdammt riskant, dran rumzumachen. Schnallt euch an, wir landen ebenso. Hey, Jack. Ein recht wackeliger Landeanflug. Gar nicht schlecht für einen Amateurflieger. Hat die Außenmarkierung gefunden und fliegt im Zickzack auf uns zu. Naja, wer so wackelt, dem müssen wir viel Platz schaffen. Leute, ich denke, die 10 wäre die beste. Schaltet bei allen anderen die Lichter aus. Zeigt ihnen den Weg nach Hause. Sie haben uns wohl kommen sehen und Landebahn 10 freigemacht. Sharon, gib mir bitte die Zahlen. 3000 Fuß!
52 ist im Landeanflug. Gut so. 2700 Fuß. Okay. Na los, korrigier doch. Doch nicht verschollen, was? Er ist noch viel zu hoch. Macht euch auf was gefasst. Okay, jetzt kommt es. Alles okay? Ja, ja, ich lade schon mal die Rutschen runter. Und jetzt schaffen wir erstmal alle nach draußen. Wie zum Teufel haben die das geschafft? Sie haben nicht aufgegeben. Da oben liegt ja noch einer! Hey, Sie müssen hier raus! Großaufgebot von Rettungsmannschaften sind vor Ort. Sie sind dabei, die Überlebenden in die umliegenden Krankenhäuser zu bringen. Werden Sie es schaffen? Die meisten. Jetzt bringen wir sie erstmal ins Krankenhaus. Alles in Ordnung? Ja, danke. John! Geht's euch gut? Ja, ja. Geht's dir? Alles klar. Hast du David gesehen? Er wird es schaffen. Was wirklich mit der Stryten Flug 52 passiert ist, bleibt momentan noch völlig unklar. Nur eins ist klar, ihre Rückkehr grenzt an ein Wunder. Wir müssen noch mehr Flieger nach Hause bringen. Er ist ein Amateurpilot, der eine sehr traumatische Erfahrung überstanden hat. Er hat keinen Beweis. Niemand wird ihm glauben. Darf ich euch mal was zeigen? Die Data-Link-Ausdrucke? Lückenlose Aufzeichnung. Damit verderben wir jetzt jemand den Abend. Und wie? Ich komme gleich nach. Bestimmt. Ja. Hallo,
Sollten wir nicht mal für ein paar Schlagzeilen sorgen? Sollten wir wirklich? Gehen wir. Hattest du einen guten Flug? Was? Du wolltest mich doch gleich anrufen nach der Landung. Sag bloß, du siehst das gerade. Ja, alle TV-Kanäle sind voll davon, Dad. Du hast ja keine Ahnung, wie froh ich bin, deine Stimme zu hören.